Dann gehen wir jetzt da aber nochmal hin. Denn ich möchte zu dieser einen jenen Feuerstelle gehen. Wo lang ging das denn da? Mussten wir denn hier rein? Ins Sklavenlager? Können wir da immer noch nicht einkaufen? Nee, ne? Ach, langweilig. Ging es denn da überhaupt rein? Ich weiß nicht. Ich habe keine Übersichtskarte. Das macht mich fertig. Ich glaube, hier der Weg war falsch. Ich mag mich auch irren, aber ich meine, der Weg war falsch. Ja, plündert da, bitte. Plündern, plündern. Ja, ein bisschen Backtracking hat noch keinem geschadet. Alle zurückkommen. Papa braucht euch noch. Ich glaube, hier hatten wir alles erledigt. Und die Sklaven hatten wir befreit. Hier haben wir da so ein paar Werferchen. Richtig, dann ging es hier rein. Ah, da ist eine Kurbel von der anderen Seite. Aha. Hätten wir uns damals eine Abkürzung schaffen können? Ehrlich? Na, das ist ja mal wieder großartig, dass ich das nicht mitbekomme. Da chillen ja noch so ein paar Halblinge. Na, die mal jetzt noch platt. Also, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Ich fasse es nicht. Ich habe ein Gebiet nicht erkundet. Einen kleinen Schnipsel zwar nur, aber ich meinte, hier hätte ich mich gut genug umgeschaut. Ach, guck mal, wie sie wieder alle faulenzen hier. Nicht so fassen, hätten lieber für mich arbeiten sollen. Achso, ja, hier war ja nicht der Durchgang. Hier war ja der Kerker. Hätte jetzt nur jemand am falschen Hebel ziehen müssen und wir wären eingesperrt gewesen. Oh nein, automatisches Speichern. Vielleicht, weil hier noch ein paar Halblinge auf uns warten. Attacke! Nicht faulenzen, nicht faulenzen. Nicht faulenzen, hallo. Och, die brennen ja so schön. Und so schnell. Und hier ist doch so viel Loot. Könnte ich das denn übersehen? Alles plündern. Ja, ja, ja. Für mich, für mich, für mich. Meins, 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 meins. Meins, meins. Oh, da ist ein Hammerchen. Das ist die rote hier schnappt. Ich weiß nicht, ob für ein roter so ein Hammer so richtig ist. Kommt mal alle zu mir. Da liegt so eine Axt. Mag die jemand haben? Nein. Das Kochbeil ist immer noch stärker als so eine Axt, ja? Hier. Guck mal, hier ist so viel Zeug. Also das könnt ihr auf jeden Fall alle mitnehmen. Niemand mehr sonst? Oh, Mensch, hier ist ja das ja Service. Da wird ja gleich gedreht. Wer ist denn über... Ach, Kevin hat nicht mitgedreht, ne? Kevin und Günther haben nicht mitgedreht. Ja gut, ich glaube, das war's dann aber hier auch. Dann hätten wir hier auch wenigstens alles erforscht, auch wenn ich vollkommen umsonst hier reingegangen bin, was ich mir schon wieder gedacht habe, aber die Orientierung hier zu behalten... Ist nicht einfach, wenn man keine Overmap hat. Es ist zwar nicht so, dass ich das nicht alles schon einmal gesehen habe. Das heißt aber nicht, dass ich mir trotzdem nicht merken könnte. Und naja, ihr wisst schon. Ja, ja, ja. Automatisches Speichern. Speichere doch automatisch. Ich habe mir extra ganz viele Safe-Slots angelegt. Sicher ist sicher. Falls wir mal irgendwo übelst verkacken, können wir das Safe-Slot einfach neu laden. Gibt's hier so Schönes? Pilze. Schäfchen! Ja, ich auch. Und zwar mir ins Ohr, ganz laut. Über so eine WLAN-Kommunikationsplattform, ja? Achso, ihr habt die Schafe gemeint. Ach so. Ja, nee. Was? Ja, das hat jetzt aber ein bisschen gedauert. Dann kannst du ja wenigstens die Energie da bringen. Hallo, bringt mir die Energie. Ist ja wohl eine Unverschämtheit. Danke. Das bedeutet, wir sind hier vollkommen falsch und müssen hier gar nicht hin. Und ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo wir eigentlich hin müssen. Wir waren dann da, wir haben hier die bekämpft und... Wow, ich habe mich verlaufen. Super, das war Absicht, das wollte ich. Geht's hier noch irgendwo hin? Ja Mensch, echt. Ah, genau, nee. Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Manchmal würde ich ganz gerne reinzoomen. Ich habe wirklich keinen blassen Dunst mehr, wo wir gerade lang gegangen sind. Aber hier ist ein schöner See und ich höre noch mehr Schafe. Vorsicht, gehen da nicht ins Wasser. Achso, hier ist da war. Das ist jetzt der Anfang. Hä? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, auf der anderen Seite sind die Schafe vom letzten Mal. Da könnten wir uns aber auf jeden Fall ins Wasser wagen und dieses, jenes, welche Artefakt rausholen. Bringt uns nur gerade aktuell gar nichts, da unsere Schergen nicht sonderlich wasserfest sind.
Wir könnten es ja mal ausprobieren, aber ich kann euch sagen, es ist nicht sonderlich wasserfest. Oh, eine Abkürzung, ja Mensch. Wie angenehm. Vorsicht, nicht runterrutschen, Kinder. Ach, guck mal, wir sind wieder am Anfang. Jetzt kann ich mich wenigstens neu orientieren. Haha, wird nicht funktionieren, kann ich euch gleich sagen. Ach, wir mussten, glaube ich, nach Rauschingen rein. Ja, naja, ja, da war ja was. Ja. Ah, das geht jetzt hier los wie in Minecraft. Ich werde absolut an jeder Ecke die Orientierung verlieren. Na, ihr? Oh, hey. Ach, das habt ihr extra für uns da gelassen. Das ist ja beliebt vor euch. Oh, ist das schön. Geld ist da sogar drin, ja Mensch. War hier nicht diese wunderschöne Luke, die man immer wieder plündern konnte, ohne dass einer sauer darauf war? Oh, nicht die Leute anvisieren. Ja, das hier, da. Einmal reingucken. Einmal rein, dann könnt ihr rausgucken. Und dann looten. All das Gold für mich. Da freut sich der Papa aber. Wir sind da reingekommen und dann... Ich werde diesen Halblinggestank nicht los. Denk ich doch baden. Ich war baden in meinem Turm. Genau hier mussten wir raus. Ha! Oh, da sind ja noch Halblinge. Das ist ja nicht zu fassen. Ich fass ja nicht, dass hier noch Halblinge übrig sind. Alle, nicht alle auf einmal. Was ist das denn hier? Ihr könnt den doch da nicht stehen lassen. Was ist das denn hier? Was nehmen wir doch mal mit hier? Glückwunsch, ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Ach Mensch, das ist ja super. Wohin denn damit? Das wisst ihr auch noch nicht. Okay. Dann nehmen wir den jetzt einfach mit. Macht sich gut so als Dekoration. Wir hätten hier rüber gehen sollen. Ich verstehe, da war was. Ja, doch. Wo bringen wir den Dominationszauber denn jetzt mal hin? Und kriegen wir dann eine Dominane gratis, wenn wir den mitnehmen? Gehen wir mal weiter zu den Zwergen. Auch mit 10 Schergen machen wir die immer noch platt, wenn hier noch ein paar überlebt haben sollten. Oh, ja, hier zum Beispiel die da. Die da so ein bisschen gechillt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wo meine anderen Schergen sind. Wo? Schergen? Sind auf jeden Fall Schergenportale, aber meine anderen Schergen sind irgendwo... Ich habe keine Ahnung, wo. Hallo? Schergen? Schergen? Wo sind die lang? Hat jemand gesehen? Hat jemand meine Schergen gesehen? Ich habe da so ein paar Schergen verloren. Die sind mir abhanden gekommen. Die sind irgendwo lang, wo sie nicht lang sollten. Oder sie sind nach Hause gelaufen. Wenn sie nach Hause gelaufen sind, wäre das Beste für hey, sie. Würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Ja, für 10 Milliarden Gold das Stück. Ich möchte so Stäbchen. Sein wie ihr. Das glaubst aber auch nur ihr du. Habt uns befreit, danke. Ach, da seid ihr ja. Habt ihr den jetzt zum Portal gebracht? Halt zu mir. Nicht da an mir vorbeilatschen. Habe ich jetzt wieder alle 15? Jawohl. Habt ihr den jetzt zum Portal gebracht oder nicht? Auf halbem Weg liegen lassen, weil ich einmal nach euch gerufen habe. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt lieber, als dass ich euch verliere. Zumal immer meine stärksten Schergen an die Gegenstände geschickt werden. Was ich jetzt nicht unbedingt so gut finde, ne? Möchte ich mal erwähnt haben. Und drauf damit! Ach, Mensch, da hat sich der König Ludwig wieder den Fuß eingeklemmt. Sich nähernde Gegner, sodass ihr mehr Zeit habt, sie zu töten. Oh. Gegner verlangsamt. Wo konnte ich nochmal meinen Zauber wählen? Das war nicht hier, da auch nicht. Aha, da. Gut, dann verlangsamen wir mal ohnehin schon langsame Halblinge. Das macht sich bestimmt gut. Hätte ich den mal früher gefunden. Ja, ihr werdet euch daran gewöhnen müssen, dass ich in diesem Let's Play an vielen wertvollen und wichtigen Dingen vorbeilaufen werde. Das ist nicht so schlimm. Ich kann das halt besonders gut. Achso, hier rüber. Wir müssen aber immer noch zu diesem Feuerfeld finden, denn da ist bestimmt auch noch irgendwas Grandioses für uns drin. Und aufpassen vor schlafenden Halblingen. Da wollen wir uns nicht mit anlegen.
Ich komme mir so langsam vor, als hätte ich einen Verlangsamungszauber drauf. Meine Scheren sind jetzt auch nicht sonderlich schnell. So, die hier sind alle tot. Das haben wir auch ausgeräuchert. Hier können wir ein bisschen plündern. Also, ihr könnt ja nochmal reingehen, wenn ihr wollt, aber da unten, die Party haben wir definitiv ausgeräuchert. Das ist gut. Sollten wir also mal einen Ort suchen, an dem wir eine wilde Party feiern können. Da unten, wisst ihr Bescheid, ist Platz. Sind die hier wirklich alle tot? Sieht ganz danach aus, als hätten wir... Aber wir können nochmal in die Hobbit-Häuser einbrechen. Herr Frodo, haben Sie einen Ring gesehen? Oh nee, aber dafür sehr viel Geld. Und Lebensenergie. Nehme ich natürlich auch. Ach, das war da, wo die Kurbel ist. Jetzt erinnere ich mich wieder daran. Ja, ja, macht mal das Gemüse hier mit kaputt. Das ist ja ekelhaft. Er stellt sich sowas vor die Haustür. Da sollte meinen, die Halblinge sind böse. Aber nein, sie haben überall Blumen hingestellt. Ist bestimmt nur, um Allergiker zu ärgern. Das ist deren geheimer Plan von Anfang an. Die wissen ganz genau, dass ich eine Pollenallergie habe. Ach Gott, hier gibt's auch nochmal was. Na gut. Nein, nicht die Kürbisse. Nicht die. Geht in die Tür. In die Tür. Lasst die Kürbisse in Ruhe. Die haben euch nichts getan. Hier, wenn ihr noch einen schönen Hut sucht, ne? Da. Na, Hut. Hut. Niemand? Keiner? Gut. So, jetzt schauen, dass wir hier nicht doch noch irgendwo auf ein paar Halblinge treffen, aber ansonsten könnt ihr euch nochmal am Alkohol bedienen. Alklinge. Wir machen jetzt mal Alklinge aus euch. Also wie die da getrunken haben die ganze Zeit, waren das sowieso mehr oder weniger Alklinge. Und die Kurbel müsste jetzt da sein. Ja, das war in diese Richtung. Ich nehme mal die roten nach vorne, damit ich jetzt nicht aus Versehen gleich die braunen losschicke. Da habe ich ein Talent für, die miteinander zu verwechseln. Okay, die Viecher machen jetzt erstmal noch Platz hier. Warten wir mal, bis die alle kommen. Jawohl. Nur noch mehr? Ja, Vorsicht! Opossums! Tödlich! Ihr sollt doch das Feuer absorbieren. Das dauert vielleicht. Vorsicht! Die Opossums sind härter, als man denkt. Ich die jetzt hier hinstelle. Greift hier noch was an? Ich höre doch noch ein Opossum. Könnt ihr mir jetzt nicht sagen, dass da keins ist? Könnt ihr vielleicht das Feuer erstmal wegmachen? Könnt ihr mal aufhören, da zu looten, Feuer wegmachen? Feuer, genau. Feuer, wunderbar. Was das? Okay, dann gehen jetzt erstmal ans, Sodom und Gomorra looten. Überall geht mal wer hin. Hier wird alles gelootet und zerstört. An jeder Position. Auch der Karren bleibt nicht heile. Den könnt ihr auch platt machen. Hier ist so ein Haufen. Und das brennt ja spontan. Und das ist Gold. Das ist Gold. Gold mag ich. Ich mag Gold. Plänzig ist für mich. Hey, wartet! Wartet, Kinders, chillt. Lasst mich das per Hand steuern. Oh, damit die hinter mir sind. Sicher ist sicher. Hier war sonst kein Portal, ne? Wir müssen das jetzt den ganzen langen Weg zurück nach Hause tragen. Oiski, Boiski, Doppelpoiski. Hier könnt ihr nochmal vom Alkohol bedienen. Wenn wir schon so eine lange Wegstrecke vor uns haben, sollten wir dringend nochmal ein bisschen Energie zu uns nehmen. Kann ich da ein paar mehr dran schicken? Das schneller geht? Nein. Würdest du bitte? Wieder? Kürbisse anzünden, das macht Spaß! Halt, wartet. Papa ist noch nicht da. Papa geht vor. Naja, nicht ganz. Also ihr könnt schon vorgehen, so ist ja nicht, aber Papa möchte hinter euch bleiben. Können wir nicht noch ein paar Kürbisse anzünden? Nein, heute nicht. Warum nicht? Weil ich das sage. Aber es macht Spaß. Ich weiß, Kevin, ich weiß. Ich weiß nicht, Kevin.
nicht mal deine eigenen Kinder kennst du. Mein Gott, ihr seht doch alle gleich aus. Das ist mir doch egal, wie du heißt. Hm. Das gibt mir zu denken, ich sollte über meinen Arbeitsvertrag nochmal nachlesen. Vertrag, Arbeit. Wie, wir werden dafür nicht bezahlt? Doch, mit Liebe. Liebe. Ich gebe euch ganz viel Liebe. Ui, schneller. Viel schneller. Vor Ostern noch. Das war gerade und ist bald wieder, wenn das so weitergeht. Nicht in den... Nein, nicht da reinglitschen. Alles gut. Kevin, was machst du da? Ich bin immer noch nicht Kevin. Ich dachte, du bist derjenige, der die anzünden wollte. Achso, du hast mit dem da geredet. Ja. Ja, ich heiße Kevin, und? Nein, ich bin der Kevin. Laber nicht. Unverschämtheit. Ja, Leute, ich bin's Kevin. Ich trage heute einen Goldtopf. Das ist voll spannend. Kannst du mal die Fresse halten? Oh Gott, ich werde schizophren mit den ganzen Schergen hier. Das halte ich nicht lange aus. Er ist so ein Typ, der mir ständig per WLAN zuschaut und dann laufen quatschender Egoisten. Gold. Ja, so viel war das jetzt auch nicht. Dafür habe ich den ganzen Weg gemacht, ja? Für das bisschen Schrott. Toll. Da freue ich mich. Super. Echt Daumen hoch. Na, ihr kleinen Rauschinger. Es riecht nach gebratenem Halbling. Ja, angezündet, geschmort und serviert. Na, nee, jetzt hier noch so ein bisschen die Körper. Vielleicht ist da ja noch ein bisschen was drin. Nee. Ja, aber ein langweiliges Dorf, wenn da nichts drin ist. So, der König persönlich dreht das Rad. Da kommt der Kevin noch dran. Der Koch Gunther kann noch mit. Jacqueline, Chantal, Jeremy, Jeroma. Da haben wir auch die ganze RTL-Crew versammelt. Schön drehen, Kinders, schön drehen. So gut bezahlte Jobs werdet ihr nie wieder bekommen. Na bitte. Ihr und eure Kreaturen habt uns viel Arbeit erspart. Ja, und euer Dank dafür ist was? Nur ein toter Halbling ist ein... Vorsicht! Das ist das einzige Stück Land, das wir vor den Halblingen retten konnten. Aber bis zur Ernte dauert es noch Monate. Bis dahin sind wir verhungert. Da draußen sind immer noch Halbling-Patrouillen unterwegs. Sie scheinen etwas in der alten Werkstatt versteckt zu haben. Ein Schmelzofen. Oh. Halblinge, Schmelzofen.